Herzlich willkommen zu Wessen Line. Wir spielen heute Materia Massiv oder Märchenbuch und zu Gast habe ich die wundervolle Sophie Storm. Hallo. Aus breiten Straßen werden kleine Gassen. Wollte dich bei mir haben, war bereit für dich jeden einzelnen Stein zu tragen. Ui. Ui. Okay, ich würde jetzt mal sagen, dass es kein Märchen ist. Sondern? Nee, das klingt mir... Also, obwohl... Nee. Ich vertraue meinem Bauchgefühl und sage, das ist Materia. Ja, leider. Alt und verstaubt. Ah. Mist. Mit meinem Unglück will es kein Ende nehmen. Und es steht doch in deiner Macht, mich zu erlösen. Das kann nur ein Märchen sein. Ja, der goldene Vogel von Grimm. Viel zu einfach. Wir steigen leicht ein. Nun musst du mich meinem Schicksal überlassen. Das ist alles. Das ist alles. Okay, das kann ein Märchen sein, das kann Materia sein, das kann auch Massiv sein. Okay, das ist krass, das ist sehr kurz. Das war der Sinn der Sache, dass es alles sein kann. Oh, das ist aber hart. Tut mir leid. Man muss nicht mal schicken lassen. Ich würde mal auf Märchen gehen. Ja, deswegen. Tatsächlich, die Schöne und das Biest. Die Schöne hat es gesagt. Ah, okay. Die Taube auf dem Dach nicht geschlachtet. Ah, du kennst es schon. Okay. Ja, scheiße. Der Teil, der so gut daran ist, ist, jetzt bin ich wieder nur König der Bettler und hab es verdient. Mhm. Das könnte ein Märchen sein. Zum König geboren von Materia. Ja. Das ist halt zu sehr Klassiker, das Lied. Das habe ich so gerne gehört damals. Mit dem Lied habe ich den damals kennengelernt. Deswegen. Das war risikohaft. Auch als ich es gelesen habe, dachte ich halt so, ja, jemand, der Materia kennt, der wird es kennen. Vielleicht verspielt es sich, wenn man so an Märchen mitdenkt. Ja, war nicht schlecht. Aber dafür mag ich den Song zu sehr. Mein V8 macht mich glücklich. Der Motor klatscht Applaus im Takt. Du siehst höchstens mein Rücklicht. Das kann ja kein Märchen sein. Nicht? Ein sehr modernes vielleicht. Das ist Massiv. Das ist Materia Autoboy aus der Lila Wolken LP. Okay, krass. Du bist meine Prinzessin, alles steht geschrieben. Ich erwarte nichts. Du wolltest, glaube ich, ein Märchen daraus machen, aber ich bin mir ziemlich sicher, das muss Massiv sein. Das ist Massiv, niemals ohne dich. Was ist denn das hier für eine Runde? Oh. Ich höre kein Massiv. Nie. Gar nicht. Ich habe mich nur gut vorbereitet scheinbar. Manchmal ist vor lauter Nebel um uns alles grau und trist. Ui. Das ist nicht Massiv? Hm? Oh, das ist ja assi. Das ist wahrscheinlich Materia. Ist deine Antwort? Ja. Das ist Massiv? Es ist Massiv. Es ist aus dem Song Wir sind wir. Wir sind wie, wir sind Brüder, featuring Motrip und Ecofresh. Verdammt! Und das ist wirklich seine Line. Boah, das Schwierige ist halt diese, also die Märchenkomponente, sobald die raus ist, wird es auch schwer, weil die beiden, wenn man die Texte nicht so gut kennt. Ich fand aber eigentlich so diese Beschreibung mit Grau und Trist hätte ja auch eventuell in einem Märchen vorkommen können. Ja, ich fand Grau und Trist ist... Zu modern? Ja, es klingt zu modern so für mein Ohr. Verdammt. Für so ein Märchen. Okay, du Kenner. Da nahm die Mutter den kleinen Jungen und hackte ihn in Stücke. Das kann keiner rippen. Das kann wirklich keiner rippen. Das muss ein Märchen sein. Es ist ein Grimm-Märchen. Ja. Von dem Machandelbaum. Also, ja. Das ist ein ultra brutales Märchen. Und was dachtest du, was ich da tippe? Massiv oder was? Ja, habe ich drauf gehofft. Wegen Massaker-Rap und so. Wow. Etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Ja, Bremer Stadtmusikanten. Ja, ich wusste, dass es so einfach war. Okay, Geschenk für dich. Märchen kenne ich mir halt einfach aus. Mhm. Da sitzt du daheim in deinem dunkelblauen Flausrock und deinem langen Haarzopf und... Also, es kann nicht Materia sein. Das habe ich noch nie gehört. Okay. Mhm. Ich habe das Shirt an. Ich bitte dich, das wäre jetzt ein bisschen peinlich, glaube ich. Warte, so. Ja, mal sehen, ob es vielleicht peinlich wird, ja. Ja, bestimmt. Sag mal einmal bitte. Da sitzt du daheim in deinem dunkelgrauen Flausrock und deinem langen Haarzopf und... Deine Rapper-Keys. Sorry. Ja. Ist einfach drin. Ist das, okay. Scheiße. Irgendwie, du hast dir jetzt echt Mühe gegeben und das ist ein Märchen. Oder das muss aus einem Massivtext sein.
Wahrscheinlich Massiv oder Märchen. Materia kann es ja eigentlich nicht sein. Ich habe mit der Taktik reingegangen, Ausschlussverfahren, wenn ich nicht erkenne, dass es Materia ist, muss was anderes sein. Ich sag jetzt Massiv. Ein Märchen! Ja, ich hab's nur kurz davor, scheiße. Katze und Maus in Gesellschaft, ja, von den Brüdern Grimm. Verdammt. Du bist nach Berlin gezogen, wie mein Vater, doch vergiss nicht, Sheva, im Herzen ein Kubaner. Es kann kein Märchen sein. Ja. Sheva, im Herzen ein Kubaner. Vom Gefühl her würde ich sagen Massiv. Das ist Materia, aber er rappt über Massiv. Ah! Ja! Das ist aber nice. Ja. Den fand ich richtig gut. Ist aus der Todesliste. Sehr bekannter Song eigentlich auch. Denn ich will eigentlich nur Aladdin wie Prinzessin Jasmin. Das ist Massiv. Das habe ich gelesen. Das habe ich tatsächlich gelesen. Und ich habe noch überlegt, ob ich das auch nehme, weil es halt so, ne, möchte gern Märchen, aber es war zu eindeutig. Doch jetzt bist du weg. Ich bin allein. Schreib dir keinen Brief? Nein, ich schreib dir diese Zeilen. Das kann wenigstens mal wieder ein Märchen sein, aber das ist wahrscheinlich Massiv. Und das ist schon wieder Materia! Was ist denn los mit dir? Das ist aus dem Song Louis, der halt über seinen Sohn geht. Scheiße, weil er dieses einfache Reimschema immer. Ich habe bei Materia, man kennt ja so ein bisschen, wie er reimt. Mhm. Letzte Line von mir: Kann sein, dass die letzten Kröten deine Prinzessin bringen. Märchen? Materia! Ja! Okay. Das war schön. Märchen, Massiv oder Materia mit Sophie Storm. Ihr könnt auch mal hier am Kanal vorbeigucken oder ihr im Instagram-Account. Irgendwas werde ich hier verlinken in der Videobeschreibung. Und ihr guckt euch die Playlist an und schlagt gerne mal ein paar Kombinationen vor. Wichtig ist, idealerweise die gleichen Anfangsbuchstaben, aber viel wichtiger, zwei Künstler und eine Sache, die gar nicht da reinpasst, wie Massiv, Materia oder Märchenbuch. Bis bald!